Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch und das macht in letzter Zeit super, super fleißig. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, ich weiß das sehr zu schätzen. Ohne Witz, vor allem auch auf dem Stream gestern wieder. Im Stream war gestern auch super, super viel los. Vielen lieben Dank, ich versuche im Moment so gut wie jeden Abend zu streamen. Heute Abend werden wir wahrscheinlich auch wieder einen Minecraft-Stream machen. Aber ich versuche immer so ein bisschen zwischen ARK und irgendwas anderem zu wechseln, immer so täglich. Ich dachte, das wäre eine ganz coole Idee. Auf jeden Fall, es macht super, super viel Spaß. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, Leute. So, erstmal hier, guck mal, was ich getan habe. Ich habe weiter gezüchtet. Ich dachte, ich will nicht unbedingt in jeder Folge nur züchten. Und ich dachte, ich erspare euch das Ganze mal. Ich habe aber trotzdem gezüchtet, weil ich unbedingt selber wissen will, wie es weitergeht. Und da ist das hier rausgekommen. Roter Celestial Chilakuleo und hellblauer Celestial Chilakuleo. Der andere ist so ziemlich normal, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat irgendwas am Bauch gehabt. Kannst du mal kurz wegkommen da? Okay, du kannst doch nicht wegkommen. Okay, das war's komplett. Ich meine, der hat irgendwie so einen pinken Bauch gehabt. Oder so. Ja. Ihr seht das so ein ganz bisschen, glaube ich. Und die Nanny passt auf jeden Fall gut drauf auf. Die haben auch schon Prägung und sowas. Hier 46% Prägung. Und ich habe noch eine Spirit Rival gemacht. Und die ist Level 982. Also richtig, 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 richtig nice. Und die werden wir auch mal testen. Auf jeden Fall, wenn die so weit ist. Diese Folge wird die nicht so weit werden. Aber nächste wahrscheinlich. Dann, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich hier das Nova-Ei schon mal reingeböllert habe. Und das ist auch so weit, dass wir das ausbrüten können. Ich überlege gerade, ob wir das jetzt schon machen. Wir können das jetzt schon machen. Ihr seht schon in meinem Inventar, ich habe Origins vorbereitet und das ist nicht zu wenig. Das werde ich euch auch gleich zeigen, warum ich so komische Zahlen habe. So, ja, komm, brüten wir Nova aus. Warum nicht? Ich habe euch das versprochen, dass wir das diese Folge machen. Von daher machen wir das auch diese Folge. Leute, liebe Kommentare werde ich natürlich auch wieder einblenden. Oh mein Gott, 360er. Hier, komm mal her. Brudi. Der sieht mal so crazy aus. Hier, nimm mein Fleisch, nimm mein alles, nimm mein Leben. Ich wünschte, man könnte hier einfach hochheilen und werde groß. Das wäre zu nice. So, zack. Wandern auf jeden Fall deaktivieren. Und muss ich noch irgendwas tun? Hier die Partikel. Das ist echt nervig bei dem. Man kann die Partikel halt wegmachen. Aber wenn man einmal aus der Rennerdistanz fliegt und wiederkommt, sind die wieder da. Deshalb mag ich den Nova eigentlich nicht so, weil der mich immer mega nervt mit seinen Partikeln. Aber, ja. Jetzt steht er hier und jetzt haben wir ihn und ich hoffe, der wird geprägt. Ich hoffe, die Nanny macht ihren Job. So. Nova, the Destroyer, ist im Haus, Leute. Ich habe auch noch die Entwicklungsdinge, habe ich immer noch da oben drin. Die werden wir heute auch noch benutzen, aber erstmal wollte ich ganz gerne Origins machen und ich habe so krumme Zahlen, weil ich hatte noch mega viele Direbären und Kanos. Das kann ich euch auch einmal ganz kurz zeigen, wenn die Dinger mal einladen hier. Ich habe, Agentavis habe ich halt nur zwei, aber ich habe Kano 8 und Direbären 9. Von daher, ich habe hier 0 und so und deshalb müssen wir auf jeden Fall nochmal welche machen. Und deshalb habe ich halt die beiden ausgelassen und den Rest halt nur gecraftet. So. Ah, das ist der falsche Dodorex. Wo ist Riesenbaby? Riesenbaby? Ach, der steht da vorne schon. Okay, der ist schon bereit zum Origins machen. Ich denke, das sollte mega, mega easy werden. Eigentlich sollte das überhaupt kein Problem sein. Und dann können wir bald in naher Zukunft die anderen Titans machen. Und wir müssen halt den Feuer-Titan auch noch einmal machen. Das ist schon echt ein bisschen ärgerlich. Vielleicht mache ich zwischen den Folgen mal ein paar Bosse, damit wir das in Ruhe, damit ich schon alles fertig habe und wir nur noch die Titans machen müssen. Weil wenn ich immer dieselben Bosse mache, ist ja auch ein bisschen lame für euch wahrscheinlich. Von daher, ich denke da nur an euch, Leute. Ich bin nur euer Bestes. So. Oh mein Gott, wie crazy sieht das denn aus? Das sieht schon ziemlich krank aus. Hier, da frisst das. Junge, die sind viel zu... Oh Mann, ey, die sind direkt tot. Die haben ja gar keine Chance. Ja, greif mich ruhig alle an. Komm ruhig her. Habe ich alle bekommen? Habe ich nur 7 eingesammelt? Ich dachte, ich hätte 8 gemacht. Da hinten ist ein Celestial Rival. Wer greift mich an? In der Art und das. Welches Level ist die? Oh, die kriegen wir nicht rein. Schade. Wie die Donos wegrennen. Ja, rennen lieber. Wie die ganzen Wasserviecher sogar sauer sind. Und Brotus, wo kommt ihr denn her? Ach, Mann. Seid froh, dass ich nicht so schnell drehen kann mit dem Ding. Hier da. Fress das. So, nächste Runde, Leute. Was haben wir jetzt noch so im Angebot? Die Wyvern müssen wir unbedingt machen. Davon habe ich gar keine mehr. Und ich habe halt auch nicht viel Blatt. Das ist auch... Oh. Okay. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Junge, Riesenbaby ist viel zu stark. Oh mein Gott, Alter. Keiner hat eine Chance gegen Riesen. Was? Die kommen an Land?
Was ist mit denen denn los? Oh lol, was wollt ihr denn jetzt? Oh nein, lass mir Ruhe. Sogar die Turtle will mich angreifen. Die haben doch echt Aggressionsprobleme. Ich tu doch gar nichts. Oh nein, hä, was? Oh, die sind dir los und was ist... Sind die doch am Leben? Nee, okay. Wir packen mal ein bisschen hier Heal-Potions rein. Ich find's gut, dass ich nicht die ganze Zeit gequält werde, wenn ich eben mein Riesenbaby heilen möchte. Gönnt mir doch auch mal, Leute. Vielleicht hätte ich eben einmal nach Hause rennen sollen und ausleeren sollen, weil hier liegen schon Taschen rum. Das ist ja schon ein bisschen nervig, oder? Komm, wir rennen eben einmal ganz schnell hin, boxen eben einmal bei uns gegen das Ding und dann kommen wir wieder und machen weiter. Sind die noch Akku? Nee, okay. Hallo zu Hause, wir müssen eben ganz kurz unseren Dodo-Rex ausleeren, wenn ich wüsste, wo die Straße ist. Hier ist die Straße, hier fängt, hier ist zumindest der Anfang. Oh Mann. So, zack. So, alles wieder losgeworden. Jetzt kann ich auch wieder ein paar Items aufsammeln. Nicht, dass wir wieder die Hälfte da vergessen, das wäre echt ein bisschen doof. Junge, der Nova, den sieht man einfach hier hinten und das ist auch ein Baby. Der ist doch nicht mal groß. Wenn der ein bisschen wendiger wäre, wäre schon ganz schön. So, machen wir jetzt weiter. Das war voll ungeplant, dass ich das mit euch zusammen mache. Ich dachte erst so, die mache ich für mich alleine, aber jetzt machen wir ihn doch ganz schnell. So. Spinos, hier, ihr seid dran. Und dann müssen wir uns gleich unbedingt einen guten Dämonik aussuchen. Und einen guten Celestial und den entwickeln. Okay, alle gelandet. Oh, guckt euch das an, das ist zu dumm. Ich habe nur 3 Origin Blood bekommen, oder? Oh, sag mir nicht, die sind nicht alle fertig gewesen. Habe ich alle Spinos bekommen? Wartet, jetzt muss ich mal eben einmal abchecken. Spino-Tribute. Okay, sieht gut aus. Okay, nee, dann habe ich doch alles bekommen. Und dann machen wir weiter mit Rexen. Sexy Rexies, kommt ran. Das sieht einfach so crazy aus. Oh, ich liebe es. Wie die einfach alle One-Shot sind. Oh Mann, ey, das Leben kann einfach so schön sein. Die Dinos waren nicht mal alle aggro geworden in der Zeit. Hier da. Hey, Rukus kommt ja auch her. Oh, die zu quälen, das tut mir schon fast ein bisschen leid. Alter, guckt euch die Armee an. Das sieht einfach so dumm aus. Und go. Okay, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Dodo-Rex ist einfach viel zu stark. Es ist einfach zu schön. So, ja, greift ruhig alle an. Ich hol die Raptoren in der Zeit ran. So. Ja. Da. Fress das. So, sind wir damit auch durch? Haben alles geschafft. Oh, die Wyvern ist da hinten auch ein bisschen am Durchdrehen. Ich finde das ein bisschen krass, dass die Dinger einfach an Land gekommen sind. Ich wusste nicht mal, dass sie an Land gehen können. Die können an Land gehen? Okay, ja, wusste ich natürlich, meine ich. Und dann würde ich sagen, gucke ich mich mal nach einem Celestial um. Ich sag's, ich gucke mich nach einem Celestial um. Hinter mir ist eine Wyvern. Komm, machen wir die auch noch schnell weg. Und, und dann nach einem Dämonik und dann entwickeln wir was, würde ich sagen, wenn ich den hier mal treffe. Oh nein. Die Flügel sahen mega sick aus. Okay, naja, bis gleich. Hey Leute, dann bin ich wieder. Moin, moin meine aktiven Freunde. Und ich habe etwas gefunden, nämlich Celestial Alu Level 560 und den wollte ich nicht stehen lassen. Erstmal hauen wir hier die Dodo-Räume weg. Naja, hast du dir so gedacht, dass sie einfach so rumfliegen kann? Kannst du nicht, Kollege. So, Celestial Alu, ich habe in Erinnerung, dass die ziemlich, ziemlich stark sind. Wo ist hier ein Primal? Ah, hier ist ein Primal. Hallo, Mr. Primal Sir, hier wollen sie da. Okay, tot. Guter Kampf. So, jetzt starten wir uns den auf jeden Fall, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der stark ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das immer noch so ist, weil ich hatte ewig keine Alu mehr. Da, easy Treffer. Und dort ist eine Base, sogar mit richtig vielen Leuten. Ich will mal mit Leuten Freundschaft schließen, das habe ich auch noch vergessen euch zu sagen. Ich will unbedingt, bevor diese Season endet, noch mit irgendeinem Stamm befreundet sein. Ich werde da mal hingehen, ich werde mein ganzes Inventar voller Scheiße hauen und werde da hingehen und denen alles schenken, was die haben wollen. Das ist mein Plan und ich will mal mit denen befreundet sein und ich will mal wissen, was dann passiert. Ob man da irgendwie Sachen von denen bekommt oder ob man irgendwie Dinos von denen bekommt. Irgendwie was habe ich gelesen, dass man mit denen richtig coole Sachen noch machen kann. Und das will ich unbedingt auch machen. Ich will unbedingt mit einer Nuke, eine Base Raiden noch und ich will unbedingt Freundschaft mit einem Stamm schließen. Und ich glaube, das wäre ein cooler Stamm, um mit dem Freundschaft zu schließen. Ich darf jetzt nur nicht irgendwas töten, weil das ist so ein richtiger Gammelstamm noch und ich glaube, die wollen halt keine mega krassen Sachen haben.
Und vielleicht werden die mega groß, wenn man den Sachen gibt. Das wäre auch cool zu wissen, ob die halt aufrüsten, wenn man denen bessere Sachen gibt. Können wir vielleicht gleich mal testen, ob die irgendwas Spannendes wollen? So. Meine Folgen werden in letzter Zeit viel zu lang. Oh mein Gott, ich habe den Kibbel zu Hause vergessen. Das kann schon wieder nicht wahr sein. Oh, ich habe alles gecraftet und es liegt im Tisch und ich habe es nicht dabei. Wie schaffe ich das so immer? Sag mir das bitte. Vor allem... Das ist so belastend. Aber diesmal habe ich zumindest den Token auch in die Werkbank getan, dass, falls mal wieder was schief gehen sollte mit meinem Inventar, dass ich diesen Token trotzdem behalte, weil ich will nicht nochmal gegen die kämpfen. So, Schleswig-Kibbel. Dummer Kibbel, da sind sie. So, zack. Okay. Wieder hin da. Och Mann, wie kann man so trollig sein wie ich? Das kann doch gar nicht sein. Ah, anscheinend schon. Schade. Das kommt, weil ich mit meinen Gedanken immer überall bin. Nur nicht beim Zocken. Und ich denke immer an Gott und die Welt. So, hier, zack. Wie viel Kibbel brauchst du überhaupt? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Hier, nimm mehr. Wie viel brauchst du? 5? Okay, ich habe die 5 reingepackt, glaube ich. Oder? Ja, easy. Okay, Celestia Alo haben wir schon mal am Start. Ich habe auch extra Max XP Potions mitgenommen, dass wir den ausleveln können gleich fix. Ich muss halt noch ein Seil machen, das ist aber auch nicht das Ding. So, geh du mal zum Lager. Dann können wir da gleich fix ein Seil machen. Schupp. Und er sieht sogar richtig schnieker aus. Wenn er entwickelt ist, wahrscheinlich noch ein bisschen schniekiger. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Drachen da hingehen will. Schniekiger, ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. So, zack. Du gehst auch lieber weg, weil ich glaube, der macht AOE-Schaden und dann brennen mir die ganzen Leute weg und das will ich nicht unbedingt. Ich will ja keinen Stress mit denen, ich will ja mit denen befreundet sein. Hey, na, Hauptsache ihr... Warum? Ich habe ihm nichts getan, ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Warum willst du das tun? Hä? Sei froh, dass ich mein Schwert nicht mehr habe, weil ich das verloren habe. Sei froh, dass ich das nicht mehr habe. Wie kann man so zu mir sein? Ich war immer ein guter Mensch. Ich wollte dir gerade was anbieten. Einfach bowlern oder was? Warum ist die Bowler überhaupt noch an meinem Fuß? Können wir nicht befreundet sein? Ich will euch was schenken, du Affe. Was? Der will Anglergel? Was willst du denn mit Anglergel? Was willst du so haben? Ja, habe ich mich gerade auf was draufgesetzt? Sitze ich auf der Dino? Ich kann nicht gucken. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich verprügelt werde. Saß ich gerade auf einem Gegner-Dino? Ich sitze gerade auf einem Gegner-Dino, oder? Was passiert hier? Ich sitze auf dem Rücksitz. Geht das? Kann man sich auf den Rücksitz setzen? Ich verstehe gar nichts mehr. Lasst mich einfach raus. Ich wollte mit euch befreundet sein. Kann es sein, dass mein Chaos-Drache schon AOE-Schaden an dir gemacht hat und deshalb sind die sauer? Das kann sein, oder? Ich habe mein Schwert nicht mehr. Das ist unfair. Lasst mich gehen, bitte. Wie? Stuck. Nein. Oh. Ja, komm mal mit. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Okay. Okay, wenn ihr das so wollt. Ja. Lasst ruhig nicht ab. Wie der Frosch mich auch noch huntet da hinten. So. Wir sind gleich bei meiner Base. Ich wollte euch eh mal meine Base zeigen. Oh, und den Manticore haben wir auch noch nicht getestet. Oh mein Gott. So. So, wir sind fast da. Wir haben so viele Sachen zu tun diese Season. Das ist einfach unnormal. Ja, ihr Troll. Ja. Ihr dachtet, ihr habt eine Chance. Habt ihr nicht so. Das sind wir auch genau richtig hier. Alu-Seil machen. Nice. Was war das gerade für ein Geräusch? War es der Alu? Ich hoffe nicht, dass hier noch irgendwas anderes unterwegs ist. So, zack. Och nö, ey. Warum macht die jetzt schon wieder solche Turnübungen hier? So, zack. Du bleibst da erstmal stehen. Das war jetzt schon wieder nice, die Peter nur das Platzen zu sehen. Da weiß ich sowieso, dass meine Base immer noch halbwegs sicher ist. So, zack. Aber ich habe ein paar Turrets abgerissen, damit ich das da an der Seite anbauen kann. Aber ja. Es hat auf jeden Fall geklappt. Hey, Giga. 90.000 macht er vom Start? Und mit der Flamme? 15.000? Und mit dem C-Angriff? 300.000? Ist das echt so? 300.000 vom Start? Hat er einen X-Angriff? Nee. Hä, der hatte... Früher hatte der noch einen anderen Angriff, meine ich.
Oder war das der hier? Ich bin mir echt nicht sicher, aber ich hau da jetzt eine Max XP Potion rein. Ich habe nicht mal Level-Up-Counter, das ist schon wieder ein bisschen belastend. Kann ich das bis hier pullen? Jetzt fehlt mir ein Stroh, oder was? Oh. So, zack. So. Haben ein, zwei Stroh dabei jetzt. So, mein Inventar ist halt komplett noch leer. So. Wollen wir leveln hier? Was soll schon schief gehen? Und dann wollen wir den direkt entwickeln. Das wird auch so nice. Zack, zack. Ich hätte gar nicht so weit rausgehen müssen. Wir müssen ja eh gleich wieder zurück die Entwicklung holen. So, 200 Damage. Ich will unbedingt wissen, wie viel Schaden der macht, bevor wir den entwickeln. Weil ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich krass. So, ein bisschen Move and Speed kann der auch gebrauchen, der Brudi. Wie viel haben wir jetzt? Ja, ein bisschen geht noch, Leute. Ihr kennt mich ja. Full Move and Speed Dinos müssen wir auch noch machen. Och man, wir haben noch so viel zu tun. Wir haben noch so viel zu tun. Und ich habe schon so eine Idee für die nächste Season. Bin eigentlich auch schon mega gehypt für die nächste Season. 8 Mille. Ohne Boost. Noch mal Boost ab. Hallo, ist hier jemand, den wir einmal schnell C angriffen können? Ist hier gar keiner? Ah doch, da oben ist irgendwas Kleines. Hey, na? 12 Mille? 12 Mille und das ist ohne Entwicklung. Alter, das kann ziemlich, ziemlich mächtig werden. Ah, kein... Kriegen wir Fallschaden? Wir kriegen nicht mal Fallschaden. So, dann gehen wir jetzt einfach fix zurück. Entwickeln den nochmal. Alter, die Folge wird schon wieder ziemlich lang. Ich wollte eigentlich den Dämonik auch noch entwickeln, diese Folge. Oh, oh Mann, was machen wir mit Dämonik nächste Folge? Und Dings dazu. Den Nova dazu. Oder wir müssen den Manticore. Ja, dann können wir den Manticore heute testen. So. Oh, mein ganzer Kopf ist unsortiert. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen will. So. Zack, dann machen wir gleich noch den Chaos Manticore, weil ich will auch wissen, wie stark der ist. Weil der steht auch jetzt schwer die ganze Zeit nur rum und da habe ich schlechtes Gewissen, dass wir den so rumstehen lassen. So. Und Ascent Dido. Wie, der sieht nicht schnieke aus. Ich habe die Seite nicht runtergenommen. Oh Mann, wie kann man denn so unfähig sein? Oh, ich mache in einer Folge so viel Fehler wie ein Mensch gefühlt in der ganzen Season. Das kann einfach nicht wahr sein. Oh ja, hallo, zum Glück können wir uns gönnen. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Zum Glück. Zack. Oh Mann, wie kann ich denn so viel falsch machen? Die Leute denken, ich bin dumm. Ah, ein bisschen dumm bin ich vielleicht auch ab und zu. Aber Leute, ich habe 1,6er Abi, glaube ich. 1,6er, aber ich bin gar nicht so komplett dumm. Auch wenn es so wirkt, okay, das ist immer meine Ausrede. Mein Abi-Schnitt, muss ich dann immer sagen. Damit ich mir nur noch halb so dumm vorkomme. So verhältst du dich, als ob du das Mega-Brain wärst. So, zack. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann kann man schon mal arbeiten. Und dann wollen wir mal... ein bisschen Move and Speed Skill schon mal. Komm schon, gib mir die Level. Und da Level Up Counter. Zack. So. 100 Level. 150. 200 müssen wir jetzt sein. Zum Glück kann ich über 25 Mal auf einmal klicken. Das ist echt ganz nice. Und. So, wer will jetzt Stress mit uns, frage ich mich. Zack, zack. Und leben. Aber ohne Ende leben. Ich hätte... Oh nein, diesmal habe ich nicht so viel Move and Speed gemacht, egal. Machen wir direkt Boost an? Oder wollen wir erstmal so wissen? Ich glaube, ich will erstmal so wissen. Jetzt habe ich natürlich alles getötet hier. Oh, ihr Dodos, ihr seid perfekt. 28 Mille ohne Boost. 28 Mille ohne Boost. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Boost ist an. 57 Mille. Oh mein Gott. Alter. Oh, der ist echt stark. Der ist echt stark. So, wer will hier noch? Ich will noch einmal die Flamme testen. 2,8 Mille, das ist gar nicht so viel. Warum sollte man die Flamme einsetzen, wenn man den C-Angriff einsetzen kann? Also das trifft wahrscheinlich öfter, aber ich glaube nicht so krass oft. Von daher, ich würde sagen, wir gehen fix nach Hause und holen den Manticore. Was ist los hier? Ich werde sogar zu Hause schon angegriffen. Lorenzo, was soll denn das? Wenn sie mich zu sehr nerven, dann hau ich den einen in die Fresse. Zum Glück ist mein Alu da, um mich zu retten.
Was zum Teufel? Kommen die jetzt wieder nicht alle hierher? Ist das echt so? Ich hatte gerade schon ein Tier hier und ich dachte so, das wäre doch hinterhergerannt. Aber als ob Lorenzo jetzt auch ganz hier rüber rennt. Och man, Leute, ich werde gequält. Ich werde wirklich gequält heute. Danke, dass du mich gerettet hast, Arlo. Wenn ihr einen Namen habt für den Arlo, schreibt gerne in die Kommentare. Ich habe übrigens für den Manticore auch noch vergessen, einen auszuwählen, aber das machen wir auch noch. Oh mein Gott, ey. Was ist so los schon wieder? Kommen hier noch mehr her? Sind hier schon welche hergekommen sogar? Ich sehe keine toten Menschen eigentlich. Oh, ich glaube, wir müssen wieder ein paar mehr Turrets aufstellen. Vor allem da habe ich gar keine. Jetzt werde ich wieder die sind einfach immer noch da. So, Manticore, wollen wir den Manticore schnell testen? Obwohl, wir können die auch einfach killen. Wir können einfach rübergehen und die weghauen mit dem Manticore. Ich meine, die wollen es nicht anders, oder? So, zack. Zack. Wer mich angreift, der ist selber schuld. Das Arsenal habe ich geklaut von Polizei. Manticore im Einsatz. Ist das von der Base? Das ist nicht mal von der Base, das ist von der... Hey, Frosch. Ich dachte, ich wollte eigentlich mit deinem Stamm befreundet sein, Frosch, aber es tut mir leid. Die greifen mich einfach an. Die raiden mich. Was soll ich tun? Zack, zack, zack. Jo, ich glaube, der könnte richtig, richtig stark werden. Als ob mich jetzt ein Dodo angreift oder was? Dodo, was ist dein Problem? 5 Mille jetzt schon. Das war nicht mal ausgelevelt. Alter, wir haben heute richtig starke Dinos am Start, fällt mir so auf. So, ein bisschen Movement Speed. Ist das zu viel? Ich weiß es nicht. Also es ist schon schnell, aber es geht eigentlich noch voll klar. So, dann mache ich ein bisschen Ausdauer. Ein bisschen Gewicht brauchen wir echt nicht. So, zack. Hauptsache, ich habe den alten Belzebub-Inventar. Nice! So. Ihr wollt es nicht anders, es tut mir leid. Ich wollte euch echt nichts Böses, aber irgendwie wollt ihr nicht anders. Da, okay. Warum treffe ich dich? Hä? 3 Mille? Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Oh lul, was macht das? Wo fliegen die hin? Ich treffe sie niemals, oder? Oh doch! 4 Mille? Okay, X-Angriff? Oh, der hat einen X-Angriff. Hier da. Der Turret schießt ruhig, alles gut, ey. Oh mein Gott, gar keine Chance. Ihr kriegt die Turrets nicht mal kaputt. Was für eine Enttäuschung. Wo sind überhaupt die ganzen Leute? Sind die echt auf dem Weg zu mir? Hier waren noch mega viele Menschen. Wir haben noch Menschen, haben wir gar nicht gekillt. Oh, waren das nur 2? Ja, ist ein bisschen Angst um meine Dinos, ey. Aber die rasten schon ein bisschen aus, die Typen. Oh ne, sieht ganz gut aus. Aber Manticore ist echt nicht so super stark. Ich dachte, der wäre ein bisschen stärker. Ich werde jetzt auch mal den X-Angriff noch ein bisschen mehr testen, ob da noch irgendwie ein bisschen mehr rauszuholen ist. Aber ich glaube fast nicht. Oder? Oh, doch, 11 Mille. Ey, was willst du denn von mir? Hast du das auch gut überlegt? Primal Drache? Ich weiß nicht, ob ein Manticore dafür geschaffen ist. Oh, lol. Okay, das hat gesessen. C-Angriff? Lohnt sich der? Wahrscheinlich nicht. Ich will den X-Angriff nochmal treffen. Oh, 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 der macht diese Bälle, okay. Hier, da treffe ich wohl? Niemals treffe ich die, ey. Junge, der haut gut rein. Ah, ich hau auch gut rein. Komm ran, Buden. Alter, aber wie nice. Junge, der sieht schon auch ziemlich sick aus, ne? Hier, Dinge haben wir auch bekommen. Was ein Netti. So, aber ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich... Was ist mit dem Manticore? Wenn ja, würde ich mich sehr über einen positiven Wert freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder oder beim Stream heute Abend. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi. Einfach mal auf den Manticore rocken. Nice.